In der Kanalisation. Hatten wir nicht... Warte mal, wir hatten doch noch eine Karte von der Kanalisation, oder? Ja, Kanalisation. Guck mal, da unten sind wir. Jetzt müssen wir uns hier durcharbeiten. Es sieht fast aus, als ob es hier sowas wie eine kleine Abkürzung geben könnte. Aber wahrscheinlich kommt man nur von da wieder zurück und nicht hin. Dann mussten wir hier oben wahrscheinlich irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob das da unten vielleicht auch eine Abkürzung sein könnte. Da hinten ist irgendwie fragezeichenmäßig was. Und dann geht es hier irgendwo todesmäßig hin. Weiß man nicht. Geschütz will etwas schützen, aber was? Umkreise ihn und benutze den Schild. Das kriegen wir, denke ich, irgendwie hin. Moment, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Genau, den Schlorm. Was machen wir denn mit dem Schlorm? Der will mir ja zu nahe kommen. Okay, der Schlorm explodiert. Oh, oh, was zur... Der Schlorm ist sehr aufdringlich, würde ich sagen. Das war sehr dreist vom Schlorm. Ich denke, wir sollten uns beim Schlorm revanchieren. Oh, ob wir wohl die Explosion eines Schlorms benutzen können, um einen anderen Schlorm kaputt zu machen? Oh, ich glaube, wenn wir im richtigen Moment blocken, kann das richtig gut sein, dass wir den dann richtig abblocken und nicht, dass der die ganze Zeit so weitermacht. Au. Au. Nein. Okay, das mit dem Parieren, das müssen wir echt noch lernen. Okay, ich kriege auf jeden Fall sehr viele Trank-Upgrades. Also Leute, wenn ich jetzt durch irgendwelche Wasserfälle oder irgendwo einfach hingehe, wundert euch nicht. Ich rechne bei dem Spiel momentan mit allem, dass überall irgendetwas versteckt ist. Ne, wir brauchen ja nur ein Feld nicht sehen und dann ist da wahrscheinlich ein Gang. Oh Gott, ist das eine Schlonze. So viel Soße. Ich höre komische Dinge. Oh, guck mal, das ist eine neue Seite. Was ist das? Die Froschdomäne? Ah, nee, guck mal, das sind aber zusammenhängende Doppelseiten, 33 und 34. Zerstörtes Atoll. Mit Kragel, freundlicher Vogel, der gern Schlorms frisst. Ein Vogel, der gern Schlorms frisst? Kann ich den bitte hier hinbekommen? Krabbo und Krabbis. Krabbo hat eine harte Schale, aber Krabbi hat Freunde. Aha. Bote, mehr Fragen als Antworten. So, guck mal, da kommt schon der Schlorm gleich an. So. Yes! Okay. Wir können explodierende Schlorms dazu nutzen, um Gegner kaputt zu machen. Oh, warte mal, warte mal. Nein! Wir hätten wahrscheinlich den Schlorm nutzen müssen, um das aufsprengen zu können, kann das sein?
Ja, da habe ich jetzt Pech gehabt. Dann warten wir jetzt mal hier durchs Wasser durch. Hier war doch ein großes Fragezeichen angezeigt. Heißt das, dass hier irgendwas ist? Schade, nichts explodiert. Gehen wir mal weiter. Eben gucken, brauchen wir die Explosion eines Schlauchs hier irgendwo? Vielleicht hier? Nein! Uff. Zum Glück hat das Schild hier geholfen. Kann ich hier unten durch irgendwo? Nö. Da kommt noch ein Schlurm, oh mein Gott. Au, au, au. Hör auf. Oh Gott. Ey, block doch. Nein. Okay. Füchschen hat das Schild nicht gehoben. Dann machen wir das Ganze nochmal von vorn. Diesmal haben wir jetzt ja einen Schlurm hier zur Seite, der uns helfen wird. Hoffe ich. Na, verdammt. Müssen wir uns nur richtig anstellen. Ey, wieso kann ich hier denn kein Schild heben im Wasser? Doch. Guck mal hier, geht doch. Komm hierher, Schlaum. Schade, hat es nicht aufgesprengt. Oder ist das hier die Aufsprengung? Keine Ahnung. So ein Schlorm macht aber ganz schön viel Schaden. Okay, Schlorms gehen sehr leicht kaputt. Ich liebe die Granaten. Ich höre einen Schlurm, aber ich sehe keinen Schlurm. Kann ich die Tür aufsprengen? Na, falsch gezielt. Nö, konnte ich nicht aufsprengen. Oh, warte mal, warte mal. Sehe ich da Dinge? Ist hier irgendwas versteckt? Nein, schade. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas versteckt ist. So, was sagt denn unsere Karte zur Kanalisation? Sagt mir tatsächlich nicht so viel. Weiter geht's. Kämpfen wir uns mal weiter durch. Durch die Schlonze hier. Boah. Die sind so ultra gefährlich, ne? Hinten ist immer noch alles dunkel. So, gibt's hier noch irgendwas zu... Natürlich gibt's hier irgendwas zu finden. Was? Was habe ich da gefunden? Was macht das? Hat mein Almanach irgendein geheimes Wissen darüber?
Nein. Was bedeutet das? Ich wüsste gerne, was das hier bedeutet. Ich habe es mal ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Aber ich habe es. So. Ist hier noch irgendwas in der Dunkelheit versteckt? Außer eine rote Tür. Ich sehe gar nicht, wo ich hingehe. Okay, hier geht's nicht weiter. Boah, ich brauche langsam mal echt die Laterne. Es wird hier richtig dunkel. Gott, mir gehen langsam die Granaten aus hier. Oh Gott, hier sind ja so viele Feinde. Und Schilder haben sie auch noch. Es wäre jetzt schwer zu erkennen, wenn er den Schild irgendwie oben hat oder nicht. Da unten ist eine Truhe versteckt. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Tentakelmonster! Noch eins! Au! Zwei Tentakelmonster! Greifen sich gegenseitig an. Wie viele von den Dingern gibt's hier? Da ist noch eins, ne? Waren das jetzt alle? Waren das alle bösen Tentakelmonster hier?
Ich habe eine Vermutung. Wo ist die Karte? Hier. Wir können ja hier ganz viel herumschlagen. Wenn wir hier die ganzen Tentakel weg haben, taucht da vielleicht was auf? So, kann ich mich gerade mit irgendwas heilen? Hiermit vielleicht. Super. So, wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Nee, nicht wirklich. Ich komme hier nie wieder raus. Ah, da, so. Okay, gehen wir mal eben hier noch den Rest ab. Ob hier vielleicht doch noch irgendwo ein Tentakel auftaucht? Oder ob es hier vielleicht irgendwo durchgeht? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal aus der Schlanze raus und gehen hier rüber. Muss es auch irgendwo reingehen? Ja, okay, da, vielleicht da, wo der rote Schein herkommt. Oh, kann ich das von hier? Ich habe nur noch zwei Bomben. Erstmal Abkürzung. So. Guck mal, er guckt hier irgendwo oben hin. Er hat hier gerade irgendwo nach oben hingeguckt. Siehst du das? Irgendwas gibt's da. Geht's hier irgendwo rein? Tatsache. Oh, Fledermausschädel, ja? Nee. Keine Fledermausschädel. Was ist das? Ich weiß immer noch nicht. Oh, das ist etwas zum Opfern. So, kann ich hier rüber gehen? Ja, Tatsache. Oh Gott, ganz viele Fledermausschädel. Au, 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 au. Geht weg. Okay, es wird dramatisch. Frostbomben, ne? Frostbomben! Mal gucken, wann wir die gebrauchen können. Okay. Für jetzt die weiteren Gegner werde ich Bomben benutzen müssen. Ich bin draußen? Ich bin draußen. Ich bin wieder drin. Ah. Ich habe eine Laterne. Wie kann ich die ausrüsten? Ach, die ist automatisch ausgerüstet. Und hier ist es laut am Pockern. Kann ich denn hier irgendwas machen? Nö. Okay, Leute, wir haben Licht. Wir haben Licht. Okay, was habe ich verpasst? Okay. Oh, guck mal, da vorne geht eine Party ab. Und die werden wir jetzt stören. Oh Gott! Oh, Glück gehabt. Die erste Bombe wollte wohl nicht reichen. Und Schalter.
Jetzt habe ich aber keine Bomben mehr. Das ist ein Feuerchen, das machen wir als allererstes. Aber jetzt haben wir eine Laterne. Und unter der Erde. Eine Karte vom dunklen Grab. Nice. Okay, da sind irgendwelche komischen Eintragungen. Und Festung des Südgewölbes. Ja, was macht denn aber das Fragezeichen? Ich wollte gerade sagen, ist da noch tatsächlich noch irgendwie ein geheimer Gang? Zum Beispiel hier irgendwo lang? Nö. Wo geht's hier hin? Auch nirgends Spezielles. Hier irgendwo hin? Auch nicht. Wo geht's hier hin? Das ist nicht dein Ernst. Das ist... Nee, ne? Oh, wow. Leute, das Spiel mit seinen Wegen, ne? Guck mal, hier war die Abkürzung. Hier war die Abkürzung einfach. Oh. Wenn wir so einfach hier unten hinkommen können. So, aber zuerst opfern wir Dinge. Erstmal die günstigen Sachen. Das steigert etwas auf 2. Ich glaube, das war Angriff, ne? Das heißt, wir machen jetzt mehr Schaden. Nice. Na nee, ich wollte eigentlich nicht daran rasten. So, und was macht das? Macht das. Der kleine Fuchs. Verteidigung. Okay, cool. Nichtsdestotrotz, da unten kann ich jetzt... haben wir, glaube ich, erstmal alles soweit. Dann gehen wir jetzt mal hoch. 200 Münzen. Ist das hier vielleicht auch ein Verteidigungssymbol? Mal schauen. Moment mal. Guck mal, Bombe plus 1. Heißt das, wir haben immer eine Bombe über oder die macht einen Schaden mehr? Keine Ahnung. Wir gehen in das dunkle Grab mit der Karte auf. So, wir sind jetzt hier unten. Wir gehen da lang. Was sind das für Kreuze? Da wird irgendwie auf diese beiden Dinger da mit dem Pfeil gezeigt und da ist irgendwas durchgestrichen. Gucken wir mal. Oh, guck mal. So viel Licht. Wir haben so viel Licht. Hallo. Skelett. Au. Woran ist der denn jetzt gestorben? Ah. Ah, die X'e sind für Fallen. Au, der hat mich aber ganz schnell geschnitten. Oh nein, Fledermäuse! Sie noch ein paar Augen? Dass man die Gegner daran tatsächlich noch im Dunkeln erstmal erkennt, dass die Augen leuchten, das ist auch schön gemacht. Ich gucke mir das gleich an. Ich will erstmal hier alles wegschnetzeln, was geht, damit uns das nicht in die Quere kommt. Okay, keine leuchtenden Augen.
Nirgends mehr leuchtende Augen. Was ist das hier? Oh, leuchtende Augen. Aha. Oh. Da blinkt irgendwas. Oh, nice. Aber da ist eine Kiste. Komme ich irgendwie an die Kiste ran? Aber hier ist noch eine Treppe, oder? Komme ich da hoch? Ja. Was haben wir denn da? Warte, da, das stand doch aber auch auf einer Karte drauf. Was war das? Moment. Hier steht türkisfarbener Gefahrenring. Das ist aber mit einem Schild. Wir haben das gleiche Ding jetzt gefunden. Mit einem Schwert drauf. Okay, was macht das dann? Mehr Schaden? Mehr kritischen Schaden? Kann es sein, dass das hier noch gar nicht... Guck mal, das ist auch so grau unterlegt. Kann es sein, dass das noch gar nicht funktioniert? Das ist so richtig hell. Wir haben es jetzt mal dabei. So. Bevor wir jetzt runtergehen, einmal schnell auf die Karte schauen. Jetzt gehen wir hier runter. Dann ist hier irgendwie Zeugs. Irgendwas ist in den Armen von der einen Statue. Dann ist da irgendwie ein Pfad gezeichnet. Ich vermute Böses. Moment mal. Hier ist irgendwas eingezeichnet, dass die Statue irgendwas in den Arm hat. Oder irgendwas ist hinter der Statue. Okay, kann ich das alles von oben hier kaputt machen? Nice. Hey, du sollst vernünftig zielen, du Rabauke. Wenn ich Dinge hier schon von oben kaputt machen kann, ist das doch cool. Warum kann ich das schwarze Ding da nicht anvisieren? Hm. Okay, müssen wir gleich machen. Hier lang? Ja. Oh, da unten sind ganz viele Gegner. Und Bomben! Oh nice, ich kann die Gegner in Fallen reinschieben. Oh. Oh, super, eine weitere Trankflasche. Und hab noch einen wunderschönen Abend, Frau Reichenstein. Schlaf gut. Warte mal, hier gab es doch ganz viele Möglichkeiten, wie man nach oben gehen konnte. Oder? Genau. Meinte ich doch. So. Einmal die Münzen einsammeln und irgendwie noch diese versuchen. Ja, an die Münze da vorne komme ich nicht ran. Er wurde aber ganz schön zerlasert.
das ich hier schon als zerschossen habe. Okay, was haben wir hier hinten? Oh, hier wird's nur dunkel und schwarz. Wir haben eine Münze gefunden. Irgendwo. Irgendwo da, wo es dunkel war. Uiuiuiuiui. Okay, da in der Mitte sind scheinbar sehr, sehr viele Fallen. Was ist an den Seiten? Fallen. Oh, hier muss ich ganz schön aufpassen. Oh, da habe ich Glück gehabt. So, eine Schatztruhe. Da haben wir noch ein bisschen Geld gefunden. Ist halt die Frage, ist halt hier in den Ecken noch irgendwas versteckt, ne? Aber ich glaube mal nicht. Aber hier ist ein Schalter. Ich dachte erst, hier wäre eine Leiter. Weil ich dieses linke Stück nur gesehen habe. Oh, ist das hell! Okay, wo kommen wir jetzt hin? Jetzt sind wir schon wieder an diesem komischen Reaktor. Okay, wir finden super viel, um uns aufzurüsten. Jetzt sind wir hier oben hin. Wir waren hier unten schon mal auf dem Strand. Okay, kommen wir jetzt irgendwie zu dieser Westglocke? Vielleicht? Ich weiß es noch nicht. So, wo kommen wir denn jetzt hin? In den Westgarten. Müssen wir jetzt wirklich erst in den Westgarten, damit wir zur Glocke kommen? Hat den Anschein. Oh, dieses Spiel hat an so vielen Stellen so viele Inhalte. Also, die erinnern mich total an Zelda, die erinnern mich an Secret of Mana, Terranigma, Chrono Trigger. Ah, oh, das ist wunderschön gemacht, das Spiel. Oh, was ist denn das hier? Hier ruht der Held. Was macht man denn mit dem ruhenden Helden? Oh, das ist eine größere Karte. Eine etwas verworrene. Wo geht's hier lang? Geht's hier irgendwo hin? Muss ich irgendwas niederschneiden? Nee? Ich hätte jetzt so erwartet, hier hinter der Statue noch irgendwas zu finden. Hier? Nö. Oh, Moment. Da geht's rüber. Und dann hier außen lang, ne? Natürlich. Spiele, ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch, Spiel. Und jetzt? Wo geht's hier ganz lang? Wohin führt mich das Spiel? Eine versteckte Truhe. Oh, das ist der türkisfarbene Gefahrenring. Und ich weiß immer noch nicht, was der macht.
Okay, was können wir mit diesen Türen machen? Können wir die vielleicht aufsprengen? Nein, das geht nicht. Aufsprengen können wir sie leider nicht. So, einmal gespeichert. Und jetzt können wir... Moment. In der Anleitung stand doch was mit Münzen, ne? Rüsten wir mal die Münzen aus. Kann ich die jetzt hier benutzen? Es geht, Tatsache. Münze 1, Münze 2. Okay, und laut Buch müssen wir hier mindestens 3 Stück reinschmeißen, damit das irgendeinen Effekt hat. Und wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe mit den Bomben, wir haben hier eine Plus 1, das heißt, jetzt immer, wenn wir rasten, kriegen wir immer mindestens eine von diesen Bomben. Gut zu wissen. Das heißt, Bomben nutzen lohnt sich. So, erhöhen wir die Verteidigung doch nochmal, würde ich sagen. Nice. Eins muss man dem Spiel erlassen, das hat richtig Wumms. Also das, was hier so präsentiert wird. Ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich eine Höhle ist. Oh. Hallo Händler, wie geht's dir? Mir geht's gut. Oh. Die Münze kostet 999. Ui. Brandbomben für 150? Oder Explosionsbomben? Ich glaube, ich will noch ein paar Brandbomben haben. Die muss ich ein bisschen trainieren. Und wie viel kostet das? 1000! Bist du des Wahnsinns? Der Händler hat Wucherpreise. Okay, bis ich mir die Münze leisten kann, da müssen wir noch ganz schön viel Leuten unangenehm auf die Schnürsenkel treten. So, wo gehst du hin? Irgendwo hin, wo ich noch nicht rankomme. Dann rennen wir mal. Rennen, 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 rennen. Rennen, 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 rennen. Und Kroko! Okay, es gibt Krokodile. Ist hier weiter? Ja. Oder? Es geht hier wirklich weiter. Schleich, 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 schleich. Hier runter? Nö. Da könnte es vielleicht irgendwann rübergehen. Jetzt hier irgendwo hin? Auch nicht. Kann ich hier beten oder irgendwas tun? Auch nicht. Dann geht's weiter. So viele Wege. Aber keine Ahnung wohin. Was? Was? Okay. Was war das? Das hat mich so erschrocken, dass ich einfach direkt drauf geschossen habe. Okay, wo geht's hier hin? Oh, Abkürzung. Heidelbeeren. Die werden gerne gesnackt. So, geht's hier noch irgendwo hin? Nö. So, geht's hier unten irgendwo hin?
Ja, Tatsache, es geht hier irgendwo hin. Zu einer anderen Truhe. Noch mehr Geld. Irgendwann müssen wir mal das alles zerschlagen, oder um an das ganze Geld zu kommen. Hier mal wieder gucken. Kann man vielleicht da irgendwie hin? Nee. Wie könnte man da hin? Oh, warte, hier hinten geht's lang. Oh, das war aber jetzt versteckt. Oh, zwei Krokus. Au. Au. Aber die hören sich gar nicht wie Krokus an. Was bist du? Irgendwas Fliegendes scheinbar. Oh, ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie direkt oben lang laufen. War es aber nicht. Muss hier echt aufpassen, dass ich die Magie so gut haushalte, dass ich immer was habe zum Abschießen. So. Okay, da kann ich nicht rüberspringen. Brauchen wir 7 Meilenstiefel dafür? Uiuiui. Oh nein, die haben mich gesehen. Böses Kroko. Ui. Die hat mich fast weggesnackt. Da hat nicht viel gefehlt. Die wussten, wie sie mich snacken konnten. So. Okay, wieder mal aus Versehen einen Weg gegangen. Oh, hallo. Kann ich dich auch so schlagen? Tatsache. Oh, kann ich das zurückfeuern? Aber nie in der richtigen Linie. Schade. Hauptsache, ich kriege immer bei besiegten Gegnern genug Magie noch zurück. So viele Münzen. Da an der Seite komme ich leider nicht lang. Oh, ich bin mittlerweile so stark, dass ich nur noch 3 Schläge dafür brauche. Oh, ich bin eingefroren. Okay. Also die Dinger frieren einen ein. Da muss man echt ganz schön aufpassen. Kommen wir dahin zu der Truhe? Muss es doch auch noch einen geheimen Tipp für geben, oder nicht? Ich wollte parieren! Okay, das mit dem Parieren, das kriege ich noch nicht so gut hin, wie ihr gesehen habt. Da muss ich noch richtig für üben. Oha! Oha! Ich lasse euch beiden nochmal alleine. Die sahen etwas größer aus. Ich raste hier lieber einmal, dann bin ich demnächst schon an der richtigen Stelle.
So, kann ich hier irgendwas machen? Nö. Hier irgendwas? Auch nö. Und so? Auch nö. Hm. Okay, das wird... Das Spiel bleibt mir also nochmal ein bisschen länger ein Rätsel. Von zwei Seiten ist schon ein bisschen gemein. Aber gut, dass die alle gegeneinander spielen. Nein! Nein! Oh, wenn man den nicht vernünftig anvisieren kann, dann ist es ja wirklich nicht so süß. So, kann ich hier irgendwo hin? Nö. Gibt es irgendwo einen versteckten Weg? Hier, aber der ist nicht so versteckt. Jetzt habe ich solche Blätter bekommen. Ich weiß immer noch nicht, was die machen. Das können wir bald herausfinden. Oh. Gut, dass sie sich gegenseitig snacken. Bin ich hier lang? Nö. Was habe ich hier gefunden? Dings. Ich habe schon wieder was Neues gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Was kann ich damit machen? Ich habe drei Aufladungen. Oh. Großer, krasser Eisangriff. Ich bleib erstmal beim Fernschuss. Ich glaube, dass sich das gerade in diesem Moment noch besser macht mit diesen kleinen fliegenden Dingern. So, wir gucken mal, was passiert, wenn ich die Feder dann hier opfer. Was heißt AP? Ausdauerpunkte. Okay. Wir haben mehr Ausdauerpunkte jetzt bekommen. Das ist cool. Oh, und nochmal ein bisschen Angriffskraft. Hier ist noch sowas wie eine Abkürzung. Müssen wir mal gucken, ne? Jetzt vielmehr mal mit ein bisschen mit den Bomben üben. Um mal ein bisschen hier ranzukommen. Ob wir das hier auf plus 2 steigern könnten? Oh! Der Gartenritter. Au.
Okay, ich glaube, das ist unser erster richtiger Boss, oder? Kann das sein? Das ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Okay, der ist tatsächlich noch ein bisschen anstrengender. Aber das macht nicht. Den kriegen wir fertig. Haben wir noch genug Münzen? Uns fehlen ein paar Münzen. Uns fehlen ein paar Münzen, dann können wir uns noch unseren Angriff verbessern. Wir rüsten mal auf die anderen Bomben um. Aber wir haben noch was, um noch Münzen zu kriegen. Da, Münzen. Und noch mehr Münzen. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Aber der Sound, ey, also das Feedback, der Sound, das ist richtig gut gemacht. Das hat mir gerade richtig gut gefallen. So, ich glaube, 200 Münzen kriegen wir jetzt nicht nochmal. Oder 250 kriegen wir nicht zusammen. Dann haben wir auf die Bomben umgerüstet. Ich glaube nicht, dass ich oft nah genug rankomme. Ich weiß auch nicht, was das hier macht. Was macht Chili, was macht Efeu? Ich nehme mal Chili mit. So, ich... Hau mal Chili rein, was macht das? Macht das vielleicht den Angriff besser? Weil das so am Rot scheinen ist? Autsch. Komm her. Damit ich schlagen kann. So, ich muss den Fernkampf wieder reinnehmen. So. Aber der hing da irgendwie merkwürdig an der Ecke fest. Okay, ist vielleicht von der anderen Seite rangehen etwas besser, weil ich dann nicht erst durch die ganzen anderen Gegner durch muss. So, lohnt sich der Fernkampf? Oder soll ich mal die Frostbomben ausprobieren? Ich probiere auch nochmal die Frostbomben aus. Alle Bomben in diesem Kampf setze ich jetzt ein. Weiter geht's. Oh, hat er sich die Phase gemerkt? Nee. Oh Gott, er brennt nicht! Er brennt nicht!
Kann der denn frieren? Ja, kann er. Aber nicht lange. Okay, die Frostbomben lohnen sich bei dem nicht. Da muss ich dann wieder auf die anderen umswitchen. Und auch gleich noch wieder auf Fernkampf. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich fertig. Dich krieg ich weg. Au. Oh, das ist knapp. Oh, das war anstrengend. Aber der hatte tatsächlich ein relativ begrenztes Moveset. Es waren einige Mann so lent. Oh, je, je, je. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn kaputt. Yay. 200 Münzen. 200. Und jetzt kommen wir endlich zum Glockenturm. Zweiter Glockenturm. Fertig. Kann ich dran vorbei? Nö. Zweiter Glockenturm, fertig. Gehen wir hoch. Glöckchen klingen. Batman stinkt. Nice. So, und jetzt wissen natürlich noch alle, warum wir das getan haben. Jetzt rennen wir mal wieder in die Mitte zurück und gucken, was uns das gebracht hat.